Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zur, ja, ich möchte es nicht mal eine richtige Vorstellung nennen, es ist so ein Quick View der Vermont. Wie ihr wisst, werden die amerikanischen Schlachtschiffe, die Dickschiffe, wie ich sie nenne, weil sie, naja, sind wir mal ehrlich, optisch in diese Kategorie fallen und vielleicht nicht die eleganten Maße, die schlanken Linien einer Stufe 10 Montana aufweisen. Hier ist stellvertretend dazu die Vermont, welche quasi die Königsklasse dieser neuen, eher dicklichen, eher, naja, unbeweglichen, eher behäbigen Schlachtschiffe bildet. Die Vermont wurde mir von Wargaming zur Verfügung gestellt auf dem Presseaccount. Das ist der EU-Presseaccount, auf dem ich sie auch gefahren bin. Ihr werdet hier jetzt eine kleine, kurze Sneak Peek erleben, wie ihr die Schiffe dann in Kürze selbst im normalen Baum freischalten könnt. Ist kein Premium-Schiff, ist ein ganz normales Schiff. Und ob sich die Reise dorthin lohnt. Wobei, ich möchte euch gar nicht sagen, ob sie sich lohnt. Ich möchte euch nur die Stats und die Panzerung und die, naja, ein paar Gefechtseindrücke, die ich mit diesem Schiff sammeln konnte, zeigen. Eher positive allerdings dann als negative. Denn die negativen werden sich für euch wahrscheinlich in den Stats rauskristallisieren. Kommen wir einmal zur Panzerung. Die Panzerung ist für dieses Schiff, das relativ weit aus dem Wasser ragt, ja nicht so negativ, wie ich das ursprünglich einmal angedacht oder gesehen habe. Wir haben hier frontal die 32 mm und auch am Heck die 32 mm, wobei wir hier unten Panzergürtel 8/292 haben, der hier vorne allerdings fehlt. Den nehmen wir natürlich einmal weg, um besser zur Zitadelle sehen zu können und vielleicht den Grund dafür sehen zu können, warum hier noch eine kleine Panzerung ist. Ja, hier haben wir Kasematte, hier haben wir die Zitadelle. Das Rätsel ist einmal gelöst. Ganz wichtig, wir lassen auch die Superstructure hier oben weg, weil die Superstructure ist auf jedem Schiff 19 mm. Dann kommen wir hier unten auf 51 mm. Und diese 51 mm sind eigentlich super gut, denn der Gesamtbereich hier von diesem Schlachtschiff ist quasi mit 51 mm gepanzert. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die allermeisten HE-Spammer hier gar keinen HE-Schaden machen. Auch nicht mit IFAE. Außer die Deutschen, wie die Hindenburg mit 203 mm oder die Rhone, machen 51 mm HE-Penetration oder natürlich Kaliber darüber hinaus, und da sind halt Schlachtkreuzer natürlich mit dabei. Eine Smolensk, die wird auch hier zwar in der Superstructure, die nicht extrem groß ist, durchaus Schaden machen und Brände über das gesamte Gebiet, und andere Kreuzer werden euch in den 32 mm hier mit HE bespaßen, wenn sie es wissen, aber der Rest hier, das werden Nicht-Penetrationen. Und auch hier natürlich die obere Beplattung, aber das sind die Türme, da ist das natürlich glasklar. Frontal schießt euch mit den 32 mm nichts durch, was auch nicht anderen Schlachtschiffen durchschießt, und das wären die Yamatos, die Shikishima, die Musashi und die Yamato himself. Da gibt es frontalen Overmatch, der Rest, der ist abprallbar. Sollte sie durchkommen, naja, die Zitadelle ist hier, wir haben das Torpedoshot, was relativ hoch ist, das hier ist Kasematenpanzerung mit 406, da sind wir in einem guten Normalbereich hier von Schlachtschiffen von über 400 mm, schwerer Schaden. Die Beplattung hier mit 38 mm, das ist natürlich eine ganz, ganz andere Geschichte, denn dort machen euch natürlich alle Kreuzer auch mit HE Schaden, die 203 mm mit IFAE geskillt haben würden. Die Frage ist natürlich, wer macht das? Die allerwenigsten, denke ich mal. Und wenn es Breitseite geht, dann geht es meistens mit AP. Dementsprechend ein Schiff mit, naja, Panzerung gegen HE vorhanden, gegen AP. Was wollt ihr? Keine Breitseite zeigen. Ist das Allerbeste. Ist mit diesem Schiff sowieso ein bisschen schwieriger, Breitseite zu zeigen, denn es ist ja langsam. Dementsprechend muss man schon gewillt sein, das wirklich zu machen. Aber wenn man den Fehler dann bemerkt, dann ja, hat man auch das Problem, dass man nicht zu schnell wieder davon abkommt. Wir haben hier 102.800 Trefferpunkte. Ihr wisst, der große Kurfürst mit 105.000, dann der Kreml mit 108.000. Dann müsste hier der Spaßvogel kommen. 97.000 dann bei den Yamatos und dann die Montana und so weiter und so fort. Dann geht es immer weiter nach unten. Aber 102.000 ist nicht ohne Grund. Wir haben auch 40% Torpedoschaden. Das hat natürlich auch einen Grund. Das Schiff ist, wenn wir einmal kurz auf die manövrieren,
Haltbarkeit gehen mit 23 Knoten nicht unbedingt eine Ballerina, keine Gazelle, kein Gepard, der sprintet. Es ist eher ein Nilpferd, und damit meine ich nicht ein Nilpferd im Wasser, denn Nilpferde, auch wenn manche das vielleicht anders in Erinnerung haben, sind sehr agil im Wasser, auch Seekühe zum Beispiel an Land, allerdings sind sie Opfer. Es ist, als wäre ein Nilpferd an Land. Wenn ihr die Torpedos seht, dann ist es meistens schon zu spät, um ihnen auszuweichen. Deswegen die 40% sehr, sehr gut. Das musste auch eine Midway erleben, die hereingetorbt hat, der mit dem Kommentar gesagt hat, sehr guter Torpedoschutz. Ja, das ist wirklich so. Der Venekresser ist mit 850 Metern, suggeriert schon, dies ist ein Schiff, das nur klein und drollig wirkt, weil es hoch im Wasser liegt und weil es eben, naja, ein bisschen breiter ist als ihre schlanke Schwester. Aber ansonsten ebenfalls recht groß ist. 19,1 Sekunden Ruderstellzeit. Das ist keine Warspite, die einmal auf der Münze dreht, um Torpedos ausweichen zu können, um gegnerischen CV-Attacken zu dodgen. Nein, man ist relativ stark dem CV ausgeliefert und auch Torpedos bei DDs. Die Flugabwehr, die muss das regeln und das tut sie auch in großen Teilen bei Stufe 8 CVs. Kein Thema. Er kommt nie wieder, wenn er einmal da war. Stufe 10, naja, da kommt es darauf an, wie immer, wie sehr es der gegnerische CV will. Meistens ist das ein guter HP-Pool, an dem man sich ein bisschen seine Stats hochfarmen kann und das Schiff kann außer Anti-Air zu aktivieren, ohne wirklich aktiv etwas zu machen, sich probieren hier im Mehl wie eine Teignudel zu wälzen, um den Torpedos auszuweichen. Mehr geht halt einfach nicht. Das ist das Problem. Die Flugabwehr ist mit 5,8, wie gesagt, Kilometern, ja, in einem guten Bereich. Sie ist nicht geskillt hier bei meinem Bild. Ich gehe natürlich auf Überleben, um maximale aus meinem Schiff hier einen Schaden rauszuholen. Das klappt teilweise recht gut. Problematisches werde ich dann noch einmal kurz am Ende ansprechen. Die Verborgenheit hier ist tatsächlich mit Doppelkonzil mit 14,2 Kilometern nicht besonders gut, nicht so gut, wie es dieses Schiff vielleicht haben könnte, aber wir haben auch Reichweite, um das auszugleichen. Wir haben 24,5 Kilometer Stockreichweite. Wir haben, und jetzt kommen wir zu den Vorteilen, das ist die Habenseite. Wir haben 4x3 457 mm mit sehr guten 15.750 Alpha AP. Das ist eigentlich bombastisch. Ja, wir haben nur 732 Meter pro Sekunde Mündungsgeschwindigkeit der AP. Das ist quasi typisch für die Amerikaner und für diese Linie. Langsame AP. Bei der Hai, ja, sind wir auch hier bei 800 Meter pro Sekunde und 43% Brandwahrscheinlichkeit mit 6.450 Alpha. Sind wir nicht von schlechten Eltern. Die 271 Meter maximale Streuung, da haben wir schon das Streuungsmodul drauf. Das seht ihr. 40 Sekunden Nachladezeit. Das ist brutal. Die 34 Sekunden Dauer für 180 Grad, die kommen aus den Modulen und aus dem Skill Elite Schütze. Und die Module, die zeige ich euch jetzt direkt. Nämlich hier seht ihr, quasi einmal mit Artillerie Protoral Modifikation 2, das gehört zu den Amerikanern wie nichts anderes. Man könnte natürlich auch mit der Nachladezeit fahren, aber dann verliert man minus 11% an Streuung. Das würde ich fast behaupten, macht sich durchaus bemerkbar. Hier kriegen wir 4,5 Sekunden. Wird sich mit Sicherheit auch bemerkbar machen. Mir reichen aber allerdings die 24 Kilometer und die 40 Sekunden. Da kann man sich gut überlegen, wohin man schießt. Hier allerdings, das System ist Pflicht. Wenn man so langsam ist, dann muss man die Möglichkeit haben zuzugehen. Alles auf Schadensbegrenzung. Hier auf Hauptbatterie-Modifikation 2, weil die Flak ist mir genug gebufft. Die -20% Priorisierung, die lehne ich dankend ab. Sekundärbatterie-Modifikation ebenfalls. Und der Artillerie-Plotterraum könnte man theoretisch machen, wenn man möchte. Aber möchte man auf mehr als 24,5 Kilometer schießen, dann kann man ja vom Stand von manchen Karten eh schon bis zum Feind schießen und dann noch darüber hinaus. Ob das notwendig ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Hier die Möglichkeit auf defensives Flakfeuer und ja, müsst ihr einfach sehen, die 100, das ist ein Presseaccount. Das habe ich als wichtiger empfunden. Und auch hier die Hauptbewaffnung, denn dieses Schiff macht mit der Hauptbewaffnung am meisten Schaden. Warum hier trotzdem das Aufklärungsflugzeug drin ist für die zusätzlichen 20%, das werdet ihr dann am Ende auch nochmal sehen, bei den kleinen Ausschnitten, die ich euch zeige, vom Gefecht wirklich nicht viel. Und weil der Jäger leider nicht den gewünschten Effekt hat, den man sich hier erwarten würde. Das Aufklärungsflugzeug ist dann praktikabler. Defensive Flakfeuer
ja, mit 5 Aufladungen und natürlich hier einmal die Reparaturmannschaft mit 514 auf 28 Sekunden, kommen wir auf fast 15.000. Sollte man auch die Flagge mitnehmen, wenn man sich denn daran erinnert, und das Schadensbegrenzungsteam mit Nachladezeit 80 Sekunden. Also hier nichts Besonderes. Natürlich schauen wir uns einmal das Äußere an. Das ist die Standardtarnung. Oh, ich habe keine Flaggen drauf gehabt beim Fahren. Wunderbar. Halbe Performance nur. Einmal die normale Standardtarnung. Es müsste Typ 20 für Vermont sein. Ihr seht, die habe ich gekauft, um sie zu zeigen, für 5000 Dublonen. Wie gesagt, ist ein Presseaccount, deswegen halb so schlimm. Man hat sich auch natürlich die Golden Eagle Tarnung erspielen können, oder die Gold Eagle Tarnung, wie sie richtig heißt, die mit dem klassischen Pinhapier natürlich noch ein bisschen mehr an Klasse zeigt, wem es gefällt. Ist so die 20er Jahre Variante mit schönem weißen Deck. Wird nicht weniger, aber wahrscheinlich auch nicht mehr drauf geschossen werden. Ist ein bisschen, ich glaube, dem Adler von Empire State Building nachempfunden, die dort Drohnen zu den Seiten, zumindest beim Kopf, und natürlich auch dem amerikanischen Eagle, dem Zeichen, dem Tierzeichen der Amerikaner. Naja, ich glaube, ich habe euch jetzt einmal alles gezeigt, was dieses Schiff theoretisch zu bieten haben wird, wenn ihr darauf Lust habt, das zu erspielen. Ich werde die Linie, auch wenn ich mich die ganze Zeit darüber lustig machen werde, während ich sie spiele, auf jeden Fall auch Stück für Stück hochfahren. Auf den niederen Stufen, wobei, da steigt man ja hin, ein Colorado, dann 8, dann ist es quasi mit den niederen Stufen schon wieder vorbei. Nichtsdestotrotz mit Sicherheit eine Erfahrung wert. Und ich schicke euch jetzt die subjektiv gefärbten Varianten hier, dass auch hier ein bisschen in diesem Sneak Peek vorhanden war, im Gegensatz zu einer Review, wo es halt wirklich drauf ankommt, für Kohle, für Dublonen, für Echtgeld, für Stahl oder so, eine möglichst objektive Review im ersten Teil abzuliefern. Und ja, vorweg, ich muss einmal sagen, ihr seid das Opfer schlechthin, wenn ihr euch nicht gut positioniert. Aber hier kommen die großen Stärken. Schaut euch diese Salben an. Die Salben, man merkt, die haben nicht nur vom Sound her Gewicht, sondern die haben auch von der Granate her Gewicht. Einer der größten Vorteile der neuen Linie und auch der Vermont ist tatsächlich, die Granaten haben einen so hohen Alpha. Selbst wenn man keine Zitadelle schießt, es sind 11.000, 12.000 ohne Zitadelle. Es sind mit Zitadelle immer ein bisschen mehr. Die Salve an und für sich macht einfach Spaß. Und ja, das sind die kleinen Ausschnitte, die quasi am meisten Spaß machen aus den Gefechten. Ansonsten, da habt ihr nicht Unrecht, man hat diese langen Anfahrtswege. Das Problem in der momentanen Zeit, in den momentanen Gefechten, das ich vermehrt leider wahrnehme, ist, man ist immer wieder auf höhere Distanz am Kämpfen. Das Problem der Distanz hat die Vermont auf keinen Fall. Aber das Problem, um ranzukommen, wenn man auch mal in den Nahkampf gehen möchte. Die Genauigkeit ist durchaus okay. Da gibt es natürlich bessere Schiffe, schnellere Schiffe, aktiv spielbare Schiffe, wo die Möglichkeit besteht. Allerdings, und da muss man wirklich gut aufpassen bei dem Ding. Übrigens, ich bremse hier schon seit gefühlt einer halben Stunde. Macht halt keinen Unterschied. Man fährt halt dennoch rein. Das wollte ich auch mal zeigen. Allerdings, vorne, wo kein Torpedoschutz ist, belastend. Aber schaut doch mal an, was ich die ganze Zeit hier kassieren kann. Ja, die Midway, naja, die hat Spaß. Die vorderen tun zwar weh, aber die gehen nicht an. Und dann... Es geht, oder? Es geht. Ein großer Kurfürst, der hätte bitterer dafür bezahlt. Hier noch ein, zwei Salma auf die Monty. Das ist quasi das amerikanische Schlachtschiff-Battle. Man muss zwar ein bisschen zeigen, ja, USBB versus USA versus USA, aber schaut doch, die Salma hauen rein. Die vorderen Türme 18.000, die hinteren Türme 13.000. Das war eine 32.000er Salve. Ja, unterm Strich, die zwei größten Vorteile dieses Schiffs sind krasse AP-Schellen mit viel Gewicht, super 40% Torpedoschutz, die Spaß machen, hohe Reichweite, um auch einen CV zu bestrafen. Und schaut doch bitte mal die Karte an. Wenn ein USBB der neuesten Linie so weit vorne ist, nach dem DD am weitesten vorne ist, dann ist was schief gelaufen. Stellvertretend dafür, was bei vielen Gefechten jetzt schief läuft momentan. Nennen wir es so, ich habe spaßeshalber immer gesagt, das ist ein Schlachtschiff für
Ja, wir sammeln uns am Abend mit ein paar Kumpels und trinken eine Kiste Bier. Wird schon nicht viel passieren zwischen den Salben. Also quasi für spaßige Runden, wo man nicht die gesamte Aufmerksamkeit ins Spiel oder ins Gefecht setzt. Ja, auch das kann World of Warship sein. Man muss nicht immer auf Stats fahren. Man sollte immer versuchen, teamdienlich zu fahren. Allerdings hat man bei diesen Dingen oft das Problem, dass selbst wenn man teamdienlich fahren möchte, man einfach nicht schnell genug ist, um das auch zu machen. Alles in allem ein Schiff, wo man sich zu Beginn richtig positionieren muss und dann stur durchziehen muss. Ansonsten, naja, zieht man den Kürzeren. Hier einfach umzudrehen ist nicht. Man fährt weiter und stirbt oder aber nicht. Und wie der Flugzeugträger schon die ersten Male angeflogen ist mit 17 Flugzeugen hier, wird er mir auch hier noch weiter das Leben zur Hölle machen. Und schlussendlich werde ich draufgehen. Das mit nicht unweigerlich mehr Schaden als den 63.000. Aber oben die Zeit läuft unweigerlich, die Tickets ebenso. Unser Team hat keine Lust. Dementsprechend musste ich ein bisschen flankieren mit einem Schiff mit 23 Knoten. Gebt den BBs eine Chance, sie sind gratis. Dementsprechend, warum nicht? Wenn euch die Colorado gefallen hat, dann entlasse ich euch hier mit diesem Sound ins Ende. Dann wird auch dieses Schiff gefallen.